Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir sind hier in Goodwood und zwar sind nicht beim Festival of Speed. Okay, das Objektiv war nämlich im Zelt. Ja? Wir haben in so einem Zelt gepennt hier, was wirklich nicht gut war für Movos Ohrenentzündung. Ja. Movo ist so ein bisschen am Kränken. Warte. Ein bisschen. So ein bisschen am Kränken. Geht das? Ja. Okay, gut. Weil das Objektiv immer nämlich beschlägt, weil es ist wirklich kalt gewesen gestern Nacht. Ja, war wirklich kalt. War arschkalt. Also arschkalt. Mir ist fast was abgefroren so kalt. Aber darum geht's gar nicht. Wir sind beim Forza Horizon 4 Event. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke es an mir selbst, Zocken ist für mich kein Ersatz, doch eine gute Nebendroge. Ja. Warum? Ich kann jedes Auto irgendwie spielen und mittlerweile sind die Spiele so gut und die Grafik so gut, dass wenn ich zum Beispiel Designs oder wenn ich mir Sachen ausdenke für die Autos, mache ich das in den Spielen. Oh, warte. Mache ich das in den Spielen und dafür ist Forza perfekt. Ja. Ja, Felgen drin, Farben drin, alles drin. Forza Horizon 4 ist jetzt halt raus. Ich will es zocken, deswegen habe ich mir, ich habe ja keine Zeit. Hierhin, Einladung angenommen und wir wollen gucken, was wir heute machen dürfen. Ich glaube, Ken ist auch hier. Ken, Madame Block. Ich glaube, wir dürfen nicht so viel fahren, haben die gestern schon gesagt. Aber werden wir alles rausfinden. Ich habe immer gute Laune, obwohl es so kalt war gestern Nacht. Ja, so ein Zelt. Meins ist da hinten rechts, das ganze hinten in der Ecke. Movos ist daneben. Ich habe Movo die ganze Nacht so gehört. Ich habe mir schon gedacht, boah, morgen früh muss ich das Zelt rausräumen und auskärchern, weil der Typ tot ist. Ey, Leute, wir sind jetzt hier vor dem Goodwood Haus. Ich komme gerade null klar. Null klar, weil hier ist normalerweise das Festival of Speed. Digga, du erkennst nichts. Mit nichts meine ich nichts. Das ist wirklich einfach eine verdammte Wiese. Hier ist nebenbei das schönste Auto der Welt, ein McLaren Senna. Wow. Nicht. Also McLaren an sich, merke ich selbst, so ein 600 LT, hätte ich schon doll Bock drauf, Moro? Ja. Wirklich, wirklich doll. Aber der Senna, egal wie seine Performance, also wirklich komplett egal wie seine Performance ist, so sollte er nicht aussehen. Also, ich habe auch gestern Abend noch eine WhatsApp, sowas finde ich viel besser. Aber das ist wieder so eine teure Bude, weißt du? Das ist wieder so ein Auto, was halt wirklich viel Kohle ist und sowas. Und ich möchte eigentlich gar nicht mehr so teure Autos. Außer ihr sagt, ja, McLaren, oh, voll wichtig, ob hier muss auf jeden Fall sein. Ihr seht hier die wunderschönen Heckspoiler. Auch die wunderschönen Proportionen. Ich glaube, wir stehen im Bild hier mit der ganzen Presse, die wollen alle Bilder machen. Wir stehen dann da so. Wir müssen mal eben zur Strecke gehen. Ich komme da wirklich nicht drauf klar. Erstmal, wie pflegt der Typ seinen Rasen? Hier waren ja überall die ganzen Gebäude. Vielleicht können wir mal ein Bild eben reinmachen, wie das hier normalerweise aussieht. Also die Spuren von Goodwood sind noch zu sehen hier auf dem Boden. Der Feldweg hier ist die Strecke. Ja, halt mal eben bitte, film mal eben. 1, 2, 3, 4, 5 Meter. Ey, Digga, stell dir mal vor, wir hätten so ein Gelände. Krass, ich glaube, wir würden, es würde einfach einen eigenen Straßenverkehr geben. Es würde einen eigenen TÜV geben, den Tuning-Überprüfungsverein. Ist Ihr Tuning auch gut? So, wir wechseln mal auf die andere Kamera, ne? Yes. Hallo. Hallo. Wir gucken uns den Sender jetzt mal in Ruhe an. Also, was ich von hier schon sehe, der aktive Aerodynamikbereich ist natürlich schon wirklich krass, ne? Das ist schon wirklich imposant. Das Auto ist in der Lage, die Aerodynamik ständig zu verändern und dementsprechend auch Anpressdruck in den verschiedenen Kurvenfahrten zu produzieren, in der Anbremsphase zu produzieren, aktive Aerodynamik im Heckspoiler. Das heißt, wenn das Auto bremst, hast du hier eine Gewichtsverlagerung auf die Vorderachse. Somit macht es mehr Sinn, den Spoiler hinten anzustellen, um halt einen stärkeren Anpressdruck auf der Hinterachse zu haben. Bei hohen Geschwindigkeiten generierst du ja sehr viel Anpressdruck über die Fläche des Autos. Somit stellst du dann die vorderen einzelnen Flaps hier hinten wieder flach. Also es ist schon das, was technologisch alles so geht. Ja, Innenraum finde ich McLaren sehr stark. Verarbeitungsqualität finde ich McLaren halt nicht ganz so stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind überall so ein paar Sachen, die nicht ganz so gut sind. Aber ich glaube, das kann man dem Auto verzeihen, weil das Auto ist eigentlich gemacht zum Schnellfahren. Und schnell ist er. Ne? Also der Motor ist ehrlich schnell. Das Auto ist ehrlich, 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 fahrdynamisch echt ein Brett. Aber Proportionen finde ich schwierig. Was war wieder P1? Ja, ja, klar. Ja? Ja, ja.
Siehst du diese, die harten Leitungen, die in den Dämpfer reingehen? Die Stahlflexleitung? Mhm, diese Stahlflexleitung. Ja. Das Ding ist, das ist natürlich ein neues Level an Polizeikontrolle dann, weil das Auto ist in der Lage, seine Fahrhöhe aktiv zu verändern. Okay. Das heißt, das Auto kann tiefer, höher und auch immer fahren. Und ich bin mir sehr sicher, bei so einer Art Fahrwerk kann es auch so tief fahren, dass das Ding auch nicht komplett alle Fahrmanöver hinkriegen könnte mit Radverschränken und allem drum dran. Haben wir beim Ford GT auch gesehen. Also ein Ford GT kannst du in der tiefen Variante meiner Meinung nach nicht verschränken. Dann muss dieses Geschwindigkeitssignal wieder passen, aber ist auch egal. Was wir da sehen ist, dass die Industrie sich immer mehr darauf konzentriert, dass die Fahrwerke wirklich aktiv werden. Das heißt, das Auto kann einen höheren Druck in der Kurvenfahrt bekommen. Somit brauchst du den Lenkwinkelsensor. Der Lenkwinkelsensor erkennt, pass auf, Kurvenfahrt ist da. Der G-Kräftesensor erkennt, Auto neigt sich rein. Dann der Sensor, die Aktuatik für den Dämpfer, sagt, pass auf, wir machen mehr Druck auf die rechte Seite und das Auto hebt sich wieder an. Um das zu machen, muss natürlich dann im Einklang sein, dass die Aerodynamik dementsprechend funktioniert und halt auch die Differentiale. Das heißt, das Differential muss sich leicht öffnen können, schließen können, weil sonst kannst du mit dieser Art und Weise ganz schnell deinen Reifen wieder überlasten. Weil wenn du das Auto nämlich einfach perfekt in der Ausbalancierung machst, ist das alles eine Belastung auf den Reifen. Der Reifen muss ja immer noch die G-Kräfte transportieren, von rechts nach links und dementsprechend zu transportieren. Wenn er das nicht kann, rutscht das Auto weg. Ja, macht Sinn. Okay, Endrohr ist natürlich auch amtlich. Ne? Also wenn ich so drauf gucke. Und fahren, pass auf, cool, ja, pass auf, ich so esse Motorshow, so neues Auto geholt und dann sagst du so, hier, mein neues Auto. Dann macht doch jeder so. Und ganz ehrlich, ich freue mich schon aufs Spiel. Ich verbinde auch, ich finde das so geil, dass die Spiele zu dieser Jahreszeit rauskommen. Jetzt mal, ich sage euch wirklich aus meinem tiefsten Inneren. Forza, ich höre, dass das Spiel rauskommt, ich freue mich wie ein Schnitzel. Ich kaufe dieses Spiel, wir gehen in die Betriebsferien. Und der Cremo ist von der Bildfläche verschwunden. Ich, meine Playstation und meine Xbox und mein Fernseher sind die besten Freunde. Genau, der Cremo, Weihnachtszeit, schnappt sich das Spiel. Ich, Xbox, Fernseher und wir sind eine Einheit. Dann gibt es noch Fertigpizza, Popcorn, lecker zu trinken. Und dann bin ich sehr glücklich. Und dann bin ich absolut weg. Ich bin im siebten Himmel. Wenn es im Sommer kommen würde, wäre das doof. Ja, das stimmt. Das wäre doof. Das muss im Jahreszeit kommen. Ja. Aber gucken wir da. Was mir gerade auffällt ist, wir werden hier gerade von Event zu Event geschattelt. Jetzt fahren wir so Rallye-Autos. Und zwar ist, dass es wie im Spiel ist. Weißt du, so, wenn du so zum Level hinkommst, das fällt mir gerade jetzt erst auf. Ich guck mal, hier stehen die unterschiedlichsten Rallye-Autos. Und das Geile ist halt wirklich, dass es sich wie in so einem Videospiel anfühlt. Also du fährst jetzt hin zu dem Level und jetzt musst du in der Rallye-Stage machen. Und das ist schon krass. Aber leider, ich glaube, also was ich weiß, ist, dass ich nicht fahren darf. Okay. Nix, glaube ich. So, die Leute können alle hier einsteigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will eigentlich eher zocken, ganz ehrlich, als jetzt mitzufahren, weil ich muss ehrlich sagen, jetzt über die Jahre, das klingt kacke, aber das gibt mir nichts. Das gibt mir gar nichts. Ich will eher fahren, als diese, bei solchen Veranstaltungen werden halt viele Leute immer durch die Gegend geschaukelt, so, ja, hier, Digga, fahr. Ne? Ich kann mir vorstellen, der kommt hier so gleich so durch. Nein. Doch. Ich glaube, eine der meisten Anfragen, die ich kriege, ist, warum wir keinen Subaru bauen. Wirklich. Ist schon cool. Eigentlich schon, ja. Ich finde das Auto auch wirklich gut. Das wäre jetzt nicht mein Favorit. Ich glaube, ein älterer wäre geiler oder ein neuerer wäre geiler. Auch mal drunter schreiben, ob das Thema für euch wäre. Weil ich sehe das schon. Fehlen tut es auf jeden Fall. Ja, viele haben das halt nicht so auf dem Schirm. Ja. Ne? Aber ich bin dann schon eher der Evo-Typ. Und ich hatte sogar ein Evo und würde gerne nochmal. Das ist zum Beispiel ein Subaru. Das finde ich schon ganz geil vom Thema her. Oder? Ja, finde ich auch geil. Oder auch dann den Stil bauen. Was heißt Fahrwerk? Mal guck mal, der Federweg. Ja. Finde ich so gut. Der Federweg ist halt schon wirklich extrem. Die Höhe ist extrem. Dass man ein Auto baut mit Fly-Off-Handbremse und ein bisschen höher gelegt als wirkliches Rallye-Auto. Ja, Fly-Off-Handbremse hatten wir noch nie, ne? Nee. Müssen wir echt noch machen eigentlich. Eigentlich schon, ja. Aber es ist halt auch nicht erlaubt, ne? Ja, schon. An sich sind die Dinger schon wirklich geil gebaut. So, jetzt gibt es noch ein paar Bilder hiervon und trinke ich noch einen, ne? Bis gleich.
Ken ist da. Vielleicht können wir gleich noch eine Runde quatschen. Weil das ist nämlich der neue Ford Ranger Raptor. Ranger Raptor. Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Thema Raptor bei uns größer wird. Nein. Doch. Ich hab's im Gefühl. Meinst du nicht? Also, doch, das wäre schon geil. Ja. You like it? It's incredible. I love that diesel sound. Okay, wir fahren eine Runde. Das erste Mal Ranger Raptor. So, how you been? Good, how are you? You look, you sound tired. I fucking am. Why? Why? Because it's like... Hey, man, you guys been at my shop. It's like 3 o'clock in the morning to me. They had a good time. Yeah? Yeah. Watch out. Vin was there and all the other guys. Oh, those guys. Yeah. Oh, yeah. Let's see how well the handbrake actually works. What sounds that? It's a sound generator, right? No, is it? No. Doesn't sound like a diesel. It is. I mean, I haven't crashed yet, so that's good. That's good. But we can try. Yeah. Well, the shocks are not too bad. It's a nice setup. Yeah. This is nice. Oh. Okay. My seat is way too high. So what do you think about it, really? I think it's a nice little package. I miss like a V8. Yeah. Like, you know, the Raptor. The V6 is also nice. Yeah, the Raptor I have at home is the twin turbo V6. Like, I drive it more than my Focus RS because it's just such a rad vehicle. Yeah, you know? Yeah. It's big, it's all leather, it's quick. It does 0 to 60 in less than 0 to 60 miles an hour. Yeah, less like than 4 like, or 5 seconds, right? Yeah, I think it's a little over 5. It's like the same speed as my Focus RS. Yeah, right, right. is this all stock? I think so, yeah. But you get this in the States? No, not yet. Okay. This is Europe and I think Australia only right now. So they're eventually going to have one in the States, but okay. I think the spec will be a little different. Okay. Can you leave the car for 5 minutes like this? We just walk around outside. I don't know that I could trust you. You know you can trust me. Okay, Ford Ranger Raptor. Kotflügel, ganz ehrlich, sind schon ernst, weil wenn du dir anguckst, wie die Schulter hier rauskommt. Das ist geil. Ist ehrlich geil, weil am Anfang habe ich die Bilder gesehen, habe ich mir gedacht, Digga, ich weiß nicht, ne? So ein bisschen Bodykit, aber guck mal von hier nach hinten. There's nothing wrong. Also das sieht live noch fetter aus als auf den Bildern. Und es ist ja auch Serie, wenn du hier andere Räder drauf machst. Also ein Amarok kann dann ganz hart nach Hause gehen. Das ist schon geil. Innenraum auch alles Leder, Armaturenbrettleder, alles mit Nähten. Innenraum so ein paar Details lackiert. Ich glaube, hier gibt es nochmal so einen Grill mit so einem Raptor-Logo separat drauf. Ich finde, hier unten kann noch ein bisschen mehr passieren. Mhm. Die Dämpfer waren wirklich geil. War gut, ja. Also wir sind gerade mit Kenya gefahren. Ich fand das vom Setup her schon ziemlich fett. Ja, also das hat sich schon ganz gut bewegt, das Teil. Aber ich bin mir sehr sicher. Ich bin mir sehr sicher, dass unsere kleine Fabio-Maus uns auch noch so ein Ding besorgt. Dass wir zumindest mal durch die Gegend fahren können. Nein, Mann, das ist fett. Ja, doch. Mega. Finde ich echt gut. Ne, stell dir vor, das kommt noch ein bisschen weiter raus. Jetzt sagen wir Danke zu unserer kleinen Maus. Give us 5 minutes. What? I'm done. Oh man, you're quick. That wasn't even 5 minutes. He's a professional. He's very efficient. Yeah. And tired. So you got both. Simo? I'll be there. I'll be there with a new project. The Gymkhana 10 Hero car. Let me guess, a Ford. Good guess. Very good guess. Okay. And you're smart. Okay. We see you then. End November. Okay. Good seeing you. Yeah, man. You're gonna see it in like a month at SEMA. That's true. Give me a smile. Can you smile? No. Yeah, that's what I thought. On camera? No, not on camera. Okay, guys. See you guys. Hovercraft ist jetzt fahren. Also wieder nicht selbst fahren, sondern wir sind Beifahrer. Und da fährt der Raptor. Das ist ein echter Raptor, muss ich sagen. Es ist nicht so nur so Logo drauf und so. Das ist cool auch, ja. Ich bin schon beeindruckt, muss ich sagen. Aber bist du mal den normalen Ranger gefahren? Ja, bin ich. Der kann auch schon was. Kann er auch, aber optisch nicht. Da fährt er normaler jetzt. Ja. Weißt du? Ja, so, also Hovercraft bedeutet, wir sind in der Lage, über Wasser und Land zu fahren. Also, wir lenken hier und damit verstellen wir nur die Windrichtung. Das bedeutet, ganz klar wie bei einem Jetski, kein Gas geben, kein Lenken. Ja. Das heißt, du kannst immer nur mit einem Gasbefehl auch lenken. Guck mal, da kommt eins hoch.
So, stoppen, Motor aus oder Drehzahl runter, weil dann sofort das Kissen zusammenbricht und aus dem Kissen unten strömt Luft raus. Dieser Motor, der hier antreibt, die Luft wird einmal, genau, siehst du das da? Die Luft geht nach da und die Luft wird auch gleichzeitig, siehst du da durch die Löcher? Genau, durch diese Löcher wird dann die Luft so zu, ich würde sagen, 30% oder so. Echt? 30%? Ja. Oder? Von der Fläche? Ich dachte, der braucht viel mehr Druck. Hätte ich jetzt auch gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Füllt er dann diesen Raum, aber da du ja einen Raum, guck mal, der Grund, warum du so wenig brauchst, ist, weil das ist ja atmosphärisch. Mhm. Das heißt, die pumpt er raus. Da unten in diesem Bereich fängt er ja an, Überdruck reinzupumpen. Ja. Und somit ist ja jeder weitere Punkt, muss ja durch kleine Löcher abgebaut werden. Somit hast du ja ein Luftkissen. Mhm. Das heißt, deswegen brauchst du, glaube ich, auch nur 30%. Und die andere ist halt antreibende Kraft, um hinten rauszukommen. Das ist schon lustig, oder? Kann man da ein 2JZ reinbauen? Sollte man da nicht vielleicht irgendwas Turbo-aufgeladenes reinbauen? Wäre das nicht viel klüger? Man könnte ja den Ladedruck dann einfach verwenden, um das Boot zu füllen. Biturbo. Ein Lader ist für Leistung, ja, und Sound und Flammen. Und der andere füllt das Luftkissen. Füllt das Luftkissen. Und dann noch angetrieben, nur für die Vorwärtskraft. Das ist... ja, die Motoren sind relativ klein, die Ansaugung ist hier wassergeschützt. Weil du kannst ja richtig ins Wasser reinfetzen mit dem Ding, ne? Ja. Das ist ziemlich cool. Ja, wir gucken uns mal so ein paar Bilder an, wie das abgeht, ne? Oder? Was? Ciao. Jetzt geht's weiter am Text hier. So, da sind die Böcke. Den 27er? Wo wurde auch ein 27? Ja. Okay. Ich schwing mich mal darüber. Ehrlich? So, schicke Farbe. Ich finde die Farbe wirklich ganz geil. Ja. Wollen wir mal gucken, was so ein Bock kann. Can I ask you to do something? Stay in fourth gear? No, fourth and very, very low RPM. And then one time full throttle so I can feel the spool, how fast they spool. Okay, that's enough. Okay. Also der Ladedruck baut wirklich sehr gut auf, muss man ganz ehrlich sagen. Lader sind sehr laut, was sehr geil ist. Also Ladergeräusche, the sound of the turbochargers are pretty nice. And you can hear it, yeah, very clearly. So the block is the same like in the 570, right? Pretty much, yeah. I think the difference is the stroke, I believe. And the boost sound is the same? Very similar. In the small one? The turbos are slightly different. But yeah, it's smaller it's exhaust. Very, it's a very similar. Size, right? Yeah. Okay, sound is wirklich geil. McLaren. Brauchen wir sowas? Vielleicht doch. Also was ich sagen muss, beeindruckende Maschine. Hier und da sind auch so ein paar Verarbeitungsqualitätssachen, die mich so ein bisschen... Ja, aber mir hat es auch ein bisschen gerangst. Yeah, sowas. Ja, ne? Sowas halt und Lederarbeiten und so. Aber es ist schon fett. Also ja, wo McLaren herkommt. Ich meine, F1-Zeiten waren mega geil. Und da kommen sie auch wieder hin. Sie bringen natürlich sehr viele Autos raus. Aber jetzt gerade beim 27-Fahren, muss ich sagen, schon cool. Ich finde die Optik von hier sehr geil. Wenn du so wirklich ins Auto reingucken kannst. Mhm. Den fand ich wirklich ganz cool. Aber ich glaube, der 570, ja? Ich glaube, es ist mehr meins. Ich bin nicht mitgefahren, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist mehr mein Ding. Weil er hat mir gesagt, das Ding kostet 200.000 Pfund. Ja, und da habe ich schon was voll. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Außer beim GT2S. Nein, aber die Optik finde ich halt geil, weißt du? Ja, das sieht schon gut aus. Ne, dieses zerklüftete, offene Ding hinten. Das finde ich schon ziemlich, ziemlich geil. Aber trotz alledem, Hut ab, McLaren. Also wenn ihr das seht, Hut ab. Geile Autos. Ich würde gerne mal sowas Probe fahren. Ich würde sehr gerne mal einen 600 LT Probe fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also 600 LT, wenn einer so ein Ding hat, kann er sich gerne mal melden. Einmal von vorne gucken. Ja, auf jeden Fall 75. Oder diese Art von Front finde ich auf jeden Fall geiler.
So, ganz kurze Runde Porn mit den Dingern hier, ne? Wenn die so stehen. Ja. Hast ja nicht oft. Tschüss. Kleines Update, eigentlich sollten wir jetzt mit dem Ballon fliegen, der da irgendwie so ganz krass wie eine Briefmarke liegt. Aber der Movo hat Angst, deswegen haben die gesagt, wir brechen jetzt komplett ab. Und der Movo sagt, ich steige doch nicht in dieses Ding ein. Genau, aber ich habe hier eine Powerbank. Das wollte ich mal eben zeigen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Liebe, die man zu Powerbanks entwickelt, ist Wahnsinn. Powerbank-Liebe ist wirklich krass. Also so eine Powerbank kann einen schon sehr glücklich machen. Ja, jetzt werden wir aber weiterfahren mit diesen geilen Dingern hier. Und als Dortmunder Junge, damals waren nämlich die Engländer stationiert bei uns in Dortmund, ist das krasse Erinnerung, weil die Dinger sind immer durch die Gegend geheizt. Wir werden jetzt eine Runde im Unicorn mitfahren. V8 Biturbo, Lader außerhalb der Haube, keramikbeschichtete Abgasanlage sehe ich hier gerade. Das ist ernst. Also, jetzt können wir endlich spielen gehen. Komm, guck mal da, neue Reifen drauf. Aber was du gemerkt hast, gefühlt von innen wollte er jetzt auf jeden Fall, er sieht mich so, guckt so, denkt sich, das kleine Arschloch ist jetzt drin. Also, Unicorn mitfahren, was fühlt man? Der große Vorteil dieses Autos, und jetzt sage ich was, was wirklich frech ist, ich glaube, er ist nicht schwer zu fahren. Warum nicht? Das Auto ist so ausbalanciert, hat so eine gleichmäßige Art des Rollens und des Fahrens durch den Motor so weit hinten, dass es wirklich total, selbst als Beifahrer, sehr vorausschaubar ist. Plus gleichmäßiges Grip-Level vorne wie hinten und der größte Faktor, unbändige Kraft. Eine Kraft, die wirklich, ja, in jeder Lage, ne, egal wie schnell er ist, er kann wirklich unfassbar Leistung an die Räder geben. Das Auto ist im Drift. Und das ist das, was du dir wünschst, wenn du jedes Mal driftest. Du bist im Drift, hast ein sehr hohes Drehzahllevel schon und dann bist du in der Lage, nochmal einen draufzusetzen. Mhm. Das heißt, du fährst quer, hast ein gutes Level, aber es macht nicht genug Qualm. Du bist aber schon voll da. Du sagst einfach, ja komm, ab jetzt gehen wir Vollgas. Und dann ist das Auto so ausbalanciert mit dem Motor so weit in der Mitte, dass er da nicht wegbricht, wenn du mehr Gas gibst, sondern du hast einfach mehr Last, aber der Winkel bleibt gleich. Okay. Und das hast du gefühlt, dass das Auto wirklich krass ausgewogen ist. Deine Fly-off-Handbremse, so.
So. Und dann sofort Ende im Gelände. So, jetzt wird gezockt, endlich, komm. Ganz ehrlich, egal was wir heute alles gemacht haben, ne, ich freue mich hier drauf, gerade wirklich wie ein Schnitzel. Ne? Und das Geilste ist, du schnappst dir einfach irgendeine, ne, irgendeine Xbox. Kann auch was hier für Kabel überall dran. Ach, das ist für, okay. Und guck mal, was wir auch hier haben. Wir haben direkt die Wildsau auf. Guck mal, wie geil das grafisch gemacht ist, ich sehe. Der Ventilator dreht sich sogar. Vom luftgekühlten Motor, weißt du, der zieht hier oben die Luft durch. Ja. Ich freue mich jetzt schon direkt wieder. Oh, Digga, Crack, wer jetzt? Grafik ist schon geil, ne? Und ich freue mich schon, ne, auf freie Zeit. Und da könnt ihr mich denken, ich spiele am meisten, spiele ich so zwischen, so ab drei Tage vor Weihnachten bis 6. Januar spiele ich. Durch. Wie so ein Bär. Okay, thank you. Du bist wie so ein Hamster, der in seinen Winterschlaf geht, weißt du? Erstmal grafisch ist es nochmal eine Nummer krasser, finde ich. Ich merke, was halt sehr geil bei dem Auto ist, dass es sehr, sehr echt ist. Na, guck mal jetzt hier so. Okay, so würde ich mit dem Auto jetzt nicht so quer fahren, aber ich habe das Gefühl, ich fahre das Auto. Es gibt viele andere Rennspiele. Guck mal, Digga, guck mal. Hast du gesehen? Da habe ich das Gefühl, mir ist eh egal, was mit dem Auto ist, aber du fängst sofort an, eine Verbindung aufzubauen mit deinem Auto, weißt du? Mhm. Okay, ciao. Alter. Okay, Change Car. 9-17-20, Wildsau. Fiat Abarth. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich oft mache. Ich spiele manchmal gar nicht. Ich gucke mir einfach stundenlang die Autos an. So, was haben wir denn hier? M6 Coupé Forza Edition. Guck mal, jetzt wäre so ein Raptor. Ein Raptor? Ja. Was ist das genau? So ein Ford, so ein Offroad-Auto. Okay. Krass, ne? Ja. Aber fahren wir nicht. Hoonigan. Ja. Ah, guck mal hier da. Perfekt. Oh, guck mal hier. Das ist das auch, was ein Videospiel ausmacht. Ich kann jetzt einfach dieses Auto fahren, was wir gerade da gefahren sind. Das gibt's nur einmal. Ende aus Mickey Maus. Ist das nicht krass? Das ist krass. Jetzt können wir Räder wechseln. Gibt's rot die Form? Da. Ja. Das wäre auch cool. Was ich geil finde im Vergleich zum letzten Forza, ist, dass wir jetzt beim Tuning näher dran sind, ne, und mehr Licht. Das heißt, ich sehe das Auto viel, viel genauer. Guck mal drüben, da gibt es auch ja so alte Autos, die man so finden kann. Ich kann trotzdem jetzt hier lackieren, die Tür öffnen. Das macht auf jeden Fall Sinn, dass man jetzt die Autos umbauen kann und man ist viel, viel näher dran. Das ist auf jeden Fall ganz angenehm. Geil. Oh, Digga, geil. Oh. Ich muss mich erstmal ein bisschen eingrooven, okay? Mir wäre jetzt schon egal, wenn wir den Flug verpassen. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich spiele nicht so oft, aber wenn ich spiele, spiele ich nur Autorennspiele. Ich merke jetzt schon, ich merke dich nicht mehr. Ne? Du hast die Kopfhörer auf. Ich fahre hier rum und spiele und die Häuser sehen so echt aus. Und es sind halt Autos, die du sonst nicht so zu fahren kriegst. Ich bin jetzt schon wieder voll weg.
Und natürlich ist es nicht wie echtes Autofahren, ja? das wäre geflunkert. Aber es gibt mir ein sehr ähnliches Gefühl. Also ist wirklich so. Also wir machen jetzt hier Schluss. Also jetzt für euch, für mich nicht. Wir werden ausschöpfen noch die letzten 8 Minuten, die ich hier spielen darf, bis unser Shuttle kommt. Und dann werde ich hier weggeholt. Also wir werden auf jeden Fall noch mal ein Video machen, wo der Cremo ein bisschen spielt, weil er sehr, sehr gerne spielt. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns heute. War ein umfangreicher Tag. Wir haben ja irgendwie alles gemacht gefühlt. Wir sehen uns morgen wieder. Vielleicht sehen wir uns auch erst Montag. Bis dahin wünsche ich, dass untenrum alles locker flockig ist. Nochmal so eine kleine Sojamilch. Oh, ja. Sojamilch. In Rotterdam gibt es sehr gute Sojamilch, habe ich gehört. Volle Powerbanks. Und immer volle Powerbanks. Möge die Macht der Powerbank mit dir sein. Tschüss.